So, wenn Sie sich wundern, warum jetzt hier plötzlich ein Cut war, ich hatte leider ein kleines Problem und hatte aber auch keine Lust, alles nochmal neu aufzunehmen. Wir sind immer noch bei dem Beispiel von Christian Schmeiser. Wir sind jetzt in der Lage, 30 unterschiedliche Geburtstage zu erzeugen und oder 30 Geburtstage zu erzeugen, zufällig, und wir müssen jetzt feststellen, welche gleich sind. Wir haben das Ganze schon sortiert und alles, was wir noch tun müssen, um festzustellen, ob ein doppelter Eintrag dabei ist, ist, wir müssen jeweils einen Eintrag mit seinem Nachfolger vergleichen, und wenn es irgendwo zwei gleiche gibt, dann sind wir fertig. Und das wollen wir ganz kurz eben machen. Wir wollen demnächst nicht mehr das Ganze ausdrucken, sondern wir wollen jetzt erstmal in der Schleife durch den ganzen Vektor durchgehen. Das heißt also for i in, naja, also ich möchte den Vektor durchgehen. Der Vektor hat 30 Elemente und ich möchte jeden mit seinem Nachfolger vergleichen. Das heißt also, ich möchte laufen von 0 bis 28, ja, und wenn ich den sortiert habe, dann sind es 3 von 0, dann wäre 29 der letzte, 0 bis 29. Nur die von 0 bis 28 haben wir überhaupt einen Nachfolger, also for i in Range von 0 bis 29. Und das bedeutet, fange mit i gleich 0 an und mach so lange, bis i gleich 29 ist, dann hörst du auf. Das heißt, das i läuft jetzt von 0 bis 28. Und ich vergleiche jeden mit seinem Nachfolger. Das heißt also, falls der Geburtstag von i-ten Person gleich dem Geburtstag der i plus ersten Version ist, naja, und in Python wie in fast allen anderen Programmiersprachen ist es so, dass das gleich tatsächlich ein gleich ist. Und ja, wenn das der Fall ist, dann wollen wir eine 1 zurückgeben, andernfalls wollen wir eine 0 zurückgeben. Okay, gut. Das heißt also, wir geben es jetzt nicht mehr aus. Also erstmal muss ich diese Definition aktivieren, wieder mit einfach laufen lassen. Und ich lasse das Ganze nochmal laufen. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich unter unseren 30 Personen zwei gleiche gehabt. Das heißt, deshalb kommt hier eine 1 raus. Mal gucken. Es kommt jetzt immer eine 1 raus. Das ist seltsam. Ja, da kommt noch einmal eine 0 raus. Ja, also guckt tatsächlich, gibt es zwei mit dem gleichen Geburtstagseintrag, mit dem gleichen Geburtstag? Und wenn ja, dann gibt eine 1 zurück, sonst gibt eine 0 zurück. Okay, wir wollen das natürlich nicht einmal laufen lassen, sondern wir wollen das möglichst häufig laufen lassen. Und sagen wir mal, wir wollen es groß n mal laufen lassen. Ich nehme erstmal n gleich 1000. Dann möchten wir das Ganze durchführen auf 30 Personen. Das ist das Beispiel von Christian Schmeiser. Wir wollen das in der Schleife durchlaufen lassen, 1000 Mal, also for i in Range von 0 bis n. Und naja, wir wollen die Ergebnisse zusammenzählen. Ja? Das heißt, wir wollen erstmal das gleichzeitig von n da laufen lassen. Das heißt, wir führen das Experiment durch. Und na, wir möchten das Ganze aufsummieren. Wir möchten zählen, wie viele denn tatsächlich doppelt waren oder wie viele von diesen Experimenten doppelte Einträge hatten. Und das speichern wir uns in dieser variablen Summe. Und naja, das machen wir einfach so. Ja? Also wir zählen einfach, wie viele gleichzeitige Geburtstage es gab und in wie vielen Fällen tatsächlich zwei Leute zum selben Zeitpunkt, zum selben Tag Geburtstag hatten. Okay, gut, uns interessiert die Rate. Das heißt also, wir geben aus, dass Summ geteilt durch n. Und im Optimalfall, nach dem Skript von Christian Schmalzer, sollte jetzt ungefähr 0,7 rauskommen. Und wir lassen das wieder laufen. Ja, 0,697, das ist ziemlich genau das, was Christian Schmalzer auch raus hatte. Ich lasse es nochmal laufen. 0,7, ja, 0,72. Und jetzt sehen wir, was Seltsames passiert. Ne? 0,685. Ja, also, naja, also 0,735 scheint so ungefähr auf jeden Fall zu stimmen, was der Christian Schmeiser schreibt. Wir können es ein bisschen besser machen, indem wir es nicht tausendmal laufen lassen, sondern einfach unser Experiment hier 10.000 Mal durchlaufen lassen.
gucken nochmal und dann sind wir bei 0,704. Und das ist schon jetzt ein bisschen komisch, denn die Zahl, die Christian Schmeiser angegeben hat, war 0,69. Bei 10.000 Mal erwarten wir doch vielleicht, dass wir ein bisschen näher dran sind. Ich lasse das nochmal laufen. Naja, und es bleibt jetzt hier komischerweise konsistent über 0,7. Und naja, vielleicht haben wir immer noch nicht genug Experimente. Machen wir also mal 100.000 Experimente. Jetzt dauert das Ganze schon ein bisschen länger. Das heißt, wir führen unseren Versuch jetzt 100.000 Mal durch. Und naja, wir sind konsistent immer noch über 0,7. Ja, also das wundert uns jetzt vielleicht doch ein bisschen. Und ja, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz erklärlich. Und deshalb wollen wir das mal nachrechnen, was der Christian Schmeiser da tatsächlich aufgeschrieben hat. Und dazu gucke ich jetzt erst nochmal in das, was er geschrieben hat. Und dazu lade ich mir jetzt erst nochmal die PDF-Datei, die dazu gehört. So, und ja, jetzt bin ich leider etwas verloren. Wo ist das Skript vom Christian Schmeiser geblieben? Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich möchte jetzt auch nicht nochmal anfangen. So. Was ist das? Na? Da ist es angewandte Mathematik für Lehramtskandidaten. Und ich blende Ihnen die entsprechende Seite, die gibt mal ein. Und ja, Moment. So. So, jetzt haben wir die Seite da. Und ja, ich mache das mal groß. Ich hoffe, dass Sie das lesen können. Und der entsprechende Eintrag bei ihm sagt, okay, wir müssen ausrechnen 1 minus 365 hoch minus 30 mal dieses Produkt da vorne und das gibt es ungefähr 0,694. Okay, das rechnen wir ganz kurz aus. Also, was müssen wir tun? Wir müssen, wir müssen zunächst mal ausrechnen. Hol das mal wieder zurück. So, ich schiebe das mal hier wieder auf den anderen Bildschirm. Wir müssen zunächst mal dieses komische Produkt ausrechnen, was da stand. Das heißt, das ist jetzt zunächst mal Produkt gleich 1 und dann müssen wir ganz viele Zahlen miteinander multiplizieren. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schleife, die läuft von j gleich 0 bis 30 in dem Fall, also von j gleich 0 bis n minus 1. Das heißt also, vor j in Range von 0 und n. Ups, 0 und n, da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe hier vorne 29 geschrieben, das war natürlich keine gute Idee, für 30 funktioniert das, aber wir wollen natürlich bis zum vorletzten gehen, das heißt bis n minus 1. Vor j in Range von 0 bis n. Naja, wir multiplizieren dieses 365 minus j und teilen nochmal durch 365. Das heißt also prot gleich prot mal 365 minus j. Das ist genau das, was auch in der Formel stand. Und anschließend teilen wir nochmal durch 365. Das ist dieses 365 hoch minus 30, das davor stand. Ja, und dann geben wir am Ende aus, Print von 1 minus Rot. Und das sollte die Wahrscheinlichkeit sein, die da rauskommt. Und was Christian Schmeiser ausgerechnet hat, war 0,694. Und wir stellen fest, die Zahl ist falsch, die er angegeben hat. Das heißt, unser Experiment war tatsächlich richtig und hat ein richtiges Ergebnis gegeben, nämlich 0,70 irgendwas. 0,708 haben wir hier vorne beim letzten Versuch. Die richtige Zahl wäre offensichtlich 0,706 und die falsche von Christian Schmeiser angegeben ist 0,694. Das heißt also, in dem Fall konnten wir tatsächlich erstmal mit Hilfe so eines numerischen Experiments feststellen, da stimmt irgendwas nicht. Und das hat uns hier jetzt erstmal dazu gebracht, das Ganze genauer auszurechnen. Und wir stellen tatsächlich fest, okay, tatsächlich hatte unser Experiment in diesem Fall recht.
Ja, das soll es dafür erstmal gewesen sein und wir werden uns gleich nochmal anschauen, wie könnte man das Ganze denn besser machen, indem man tatsächlich auch die Monatsgeburtenraten berücksichtigt.